Hallo alle und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Heute mal mit dem Go-Kart am Start. Yeah. Und Waluigi. Mario Kart 8 kommt tatsächlich auch mal wieder. Es ist wirklich schon wieder eine ganze Weile her. Wobei, ich glaube Mario Kart Wii ist sogar noch länger her. Insgesamt Mario Kart ist schon eine Weile her. Woran liegt das? Ganz einfach daran, dass ich Mario Kart ja häufig eher aktuell aufnehme. Und wenn ich dann mal nicht aufnehmen kann, dann kommt halt auch kein Mario Kart. Also, nur damit ihr mal wisst, falls ihr irgendwie auf Mario Kart wartet und es nicht kommt, das kommt sicherlich irgendwann. Plus könnte es ein bisschen dauern. Und außerdem habe ich auch nicht immer was zu sagen in Mario Kart, weil Mario Kart, das kennt jeder und so. Und dann kann man da auch nicht so viel zu sagen und dann muss man irgendwas anderes reden. Wisst ihr ja Bescheid. Ja, für Mario Kart 8 kommt ja in balder Bälde Zukunft irgendwann, ich glaube 24. März oder so, der zweite DLC, den habe ich mir auch schon geholt zusammen mit dem ersten direkt, und da bin ich mal gespannt, was es da noch so für Retro-Strecken geben wird. Wir können ja einfach mal im nächsten Rennen so ein, zwei Strecken durchgehen, die sie noch gar nicht remaked haben, die da noch kommen könnten und die ich cool fände. Ich würde sagen, das machen wir. Dann suche ich mir irgendwie noch eine Liste oder so raus, mit wo man sieht, wo Retro, also was schon remaked wurde und was nicht. Weil beim Mario Kart Super Circuit oder so kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Da kann ich dann natürlich auch nicht auf die Strecken eingehen, aber ich weiß eben auch nicht, ob da überhaupt irgendwas remaked wurde oder ob da nur neue Strecken waren. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber naja. Ansonsten nehme ich das gerade am Sonntag auf, bevor die Ferien zu Ende sind. Es ist schlimm. Das ist immer ein ganz schlimmer, trauriger Tag. Beziehungsweise eigentlich der letzte, den man halt genießen kann, aber man denkt sich schon, yo, Alter. Kein Bock auf morgen. Naja, man wird's überstehen. Es kommen, glaube ich, dann auch ein paar Arbeiten tatsächlich mal so langsam wieder dazu. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen stressiger. Zumal mein Montag komplett verplant ist schon wieder, ey, das ist richtig schlimm. Also ich komme theoretisch um kurz nach 5 aus der Schule, aber ich muss schon ein bisschen früher gehen, weil ich Kieferorthopäde-Termin habe. Und danach habe ich dann noch einen Impftermin. Und dann ist der Hörger schon wieder gelaufen. Dienstag sieht auch nicht unverplanter aus, aber naja. Naja, die Rennpausen sind hier nicht ganz so lange, deswegen habe ich jetzt noch keine Listen oder so gefunden. Weil ich wollte eigentlich mein iPod suchen, aber ich habe nicht gefunden. Das ist natürlich immer eine gute Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nur an zwei Orten sein kann. An den habe ich bei nachgeschaut und er war nicht da, also nächstes Rennen vielleicht. Oh Gott, was gucke ich denn hier gerade zusammen? Ja, danke schön dafür, das habe ich gebraucht, auf dem letzten Platz noch eine Red Shell abzubekommen. Ah, wenigstens Discodrom, die Strecke ist ganz cool. Ich wollte noch was erzählen, genau. Ansonsten dürftet ihr bemerkt haben, dass die letzten Tage eher so unregelmäßig, also nicht unregelmäßig, aber es kamen so, ja, ab und zu mal irgendwie Videos aus der Reihe, die jetzt nicht so normal auf meinem Channel sind, beispielsweise die Runden Bad Wars, mit dem Lucrax oder sowas, und ich denke, dass ich das in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen häufiger machen würde, einfach Videos aus der Reihe. Ich habe nämlich auch noch eine Idee für eine Sache, die ich später aufnehmen werde. Denn ich habe beim P-Dizzle ein bisschen Happy Wheels geschaut. Und da gesehen, da hat jemand einen Harry Potter Quiz gebaut. Und dann habe ich mir überlegt, yo, du kannst einfach mal bei Happy Wheels nach Harry Potter Quiz suchen. Weil da habe ich richtig Bock drauf. Weil ich habe mir die Harry Potter Filme ja vor kurzem mal wieder angeschaut, bis auf den ersten und den zweiten, und das habe ich ja erzählt in Mario Kart irgendwann mal. Und da hätte ich richtig Lust, einfach so ein bisschen zu quizzeln. Das Ding ist halt, mit Happy Wheels verbunden ist das wieder so eine Sache, das ist dann, das dauert erstens länger und zweitens gibt es da dann, glaube ich, nicht so viel Auswahl. Also ich habe jetzt noch nicht geschaut, aber ich denke, da gibt es nicht so krass viele. Deswegen habe ich einfach mal, oh, jetzt öffnet sich hier noch ein Update-Fenster, ey, es ist so schlimm. So, deswegen habe ich einfach mal gegoogelt, so Harry Potter Quiz, und da
Da kommt so eine Seite, bei der es irgendwie 596 mal 10 bis 20 Fragen hat. Und da wird einem dann am Ende immer angezeigt, wie viele man richtig oder falsch hatte. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Und da werde ich, denke ich, ein Video zu machen mal. Also insgesamt halt so irgendwie random Zeug könnte durchaus ab und an mal kommen, wenn ich einfach gerade Lust auf irgendwas habe. Ja, ja, das wollte ich nur mal angemerkt haben. Und jetzt sind wir hier wohl doch wieder recht weit hinten. Hier kann man zwar noch abkürzen, aber das machen die anderen wahrscheinlich auch alle. Ja, gegen die Röhre fahren ist auf jeden Fall sehr effektiv. Naja, immerhin noch Neunter geworden. Ist besser als nix und minus 4. Das ist fast unmöglich in dem Spiel, aber es geht. Ihr seht, ihr seht. Also, ich habe hier gerade eine Seite gefunden, wo so ein bisschen steht, welche Strecken schon remaked wurden und ja, eben insgesamt die Strecken von den Spielen. Und wenn ich da beim SNES schaue, sieht man, da gibt es doch noch ein paar Strecken, die nicht remaked wurden. Was ich mir noch vorstellen könnte, was vielleicht noch kommt hier als Retro-Strecke im nächsten DLC, wäre ein Geisterteil. Gibt es ja noch nicht. Gibt es hier überhaupt schon so eine geistermäßige angehauchte Strecke? Es gibt ja auch Luigi's Mansion und so vom DS. Aber sowas hat es hier, glaube ich, noch gar nicht, oder? Also irgendwie Boohoo muss noch seinen Auftritt bekommen, auch wenn es den hier als Charakter zwar nicht gibt, aber ich finde, so eine Strecke fehlt noch ein bisschen. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie da noch eine reinhauen. Ansonsten, Donut-Ebene hat es ja schon eine, deswegen gehe ich da mal davon aus, dass sie nicht noch eine machen. Und ja, ansonsten so Marios Pisten, Luigi's Pisten, Peach's Piste oder was es auch immer noch so gibt. Also da gibt es echt viele, die noch nicht remaked wurden. Und naja, da kommt vielleicht auch eine, aber da bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Insgesamt, es kommen jetzt 4 oder 8, also es kommen, glaube ich, 8 neue Strecken mit dem DLC, oder? Oder sogar noch mehr? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, kommen 16 sogar? Ich muss gleich mal schauen, wie groß der letzte DLC war. Ihr seht schon, also ich kenne mich hier top aus. Ne, ich glaube, es waren sogar 4 Grand Prix, die dazu kamen. Na, das wäre aber schon ein bisschen viel. Egal, ich sehe es ja gleich. Ansonsten, ja, wie gesagt, zu den Mario Kart Super Circuit Strecken vom GBA kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, was ich da sehen möchte oder was nicht. Das ist aber, glaube ich, das Spiel, von dem wirklich bisher die wenigsten Strecken gemaked wurden. Vielleicht weil man nicht so sicher ist, wie inwiefern man die umsetzt. Das war ja also grafisch schon eher das schlechteste Mario Kart. Und ja, vielleicht fällt das da eher schwer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall keine GBA-Strecken. Außer vielleicht so eine GBA-Bowser-Festung, ja. Die sind eigentlich auch immer ziemlich cool zu fahren, denn wir erinnern uns an BC3 bei Dingens, ne? Mario Kart Wii. Oder natürlich auch an Bowser's Castle 1 bei... Ach so, Moment, gibt es da überhaupt noch welche? Ich weiß nicht, wie viele es da gibt, ob es 3 oder 4 gibt, weil 3 wurden ja schon im Remake, die ersten 3. Guck mal ganz kurz, ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nun ja, im nächsten Rennen gehen wir noch die nächsten Titel so durch, DS und so, was da noch kommen könnte. Genau, was zwar mit hier N64, lass mich nicht lügen, wie heißt die Strecke, diesen, halt diese hier Autobahnstrecke, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ist das zwar schon so ein bisschen gegeben, aber noch so eine Autostrecke könnte ich mir schon ein bisschen vorstellen. Da gibt es noch Pilz City vom GCN, was sein könnte. Oder Pilz Pass vom DS. Die fand ich ganz okay, die Strecke eigentlich. Also beides sind ganz okay. Die eine kenne ich halt nur von Custom Tracks, richtig. Und bin sonst eher selten gefahren, aber... Also da ist die auf jeden Fall auch ganz cool. Das könnte noch kommen. Gibt's noch... Ja genau, Mondblickstraße wurde ja auch noch nicht remaked. Das wären so 3 Strecken in die Richtung eben. Wie gesagt, eine gibt's ja schon, aber vielleicht haben sie ja Lust, da noch eine zweite reinzuklatschen. Ich habe übrigens nicht geschaut, wie viele Strecken das jetzt nochmal waren. Das war natürlich auch wieder sehr, sehr schlau. Ja, hat er toll gemacht. Ja, der schafft alles in den Rennpausen. Alles. Vorhin wollte er den iPod holen, hat ihn nicht gefunden. Jetzt habe ich ihn doch gefunden. Er war in der Hosentasche. Das ist natürlich ein krasses Versteck. Oh Mann. Das ist genauso wie wenn man einen Stift in der Hand hält und sich fragt, hey,
Wo ist jetzt eigentlich mein Stift hin? Ich muss doch irgendwie schreiben. Ach, da ist er ja. Wenn passiert das auch jeden Tag? Nee, euch nicht. Oh, dann bin ich ja wohl eher ein Einzelfall. Oh, schade. Ich dachte, das wäre normal. Naja. Wobei das hier eigentlich auch so in die Richtung geht ein bisschen. Also hier fahren keine Autos rum. Achso, nee, das geht eigentlich gar nicht in die Richtung. Ich höre ja schon auf, hier zu spekulieren. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob überhaupt schon Strecken angekündigt sind. Vielleicht gibt es da auch schon längst irgendwie... Irgendwie weiß das schon jeder sowieso von Nintendo Direct 735,3 bei Minute 12:50. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen lasst mich rumfantasieren, was da alles so kommen könnte. Also ich denke, der DLC wird so... Ja, wieder ein, zwei Wochen das Spiel hier aufblühen lassen. Ich glaube, die haben den ja auch vorverlegt, soweit ich das gehört habe. Aber viel mehr dann auch nicht. Ich denke jetzt nicht, dass der nochmal das komplette Spiel hier revolutionieren wird. Mit seinen krassen neuen Strängen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht hauen sie da ja die richtigen Knaller raus. Ach genau, was auch noch nicht groß remake wurde, sind die Bowser's Festung von den neueren Spielen. Also beispielsweise hier vom DS die Bowser's Festung noch nicht. Und auch Regenbogen Boulevard vom DS noch nicht. Ebenso hier beim GCN beides nicht. Ja, und Dead. Wär's soweit. Ansonsten von der Wii gibt es natürlich noch ein, zwei Sättelchen, die da kommen könnten. Ich rede jetzt einfach mal die... Ah, nein. Ich rede die Rennpause doch nicht durch. Ah, ich glaube, das ist eine relativ kurze Strecke. Ich hoffe, ich schaffe das noch in die 15 Minuten reinzupressen, weil... Die Rohdatei ohne jetzt die Rennpausen ist schon bei 15 Minuten 30. Ich glaube, wenn ich das Ende von dem Rennen hier wegschneide, tut's mir leid, aber das muss dann sein. Ja, was auch noch nicht remaked wurde von der Wii, was unglaublich cool wäre, wäre Toast Fabrik natürlich. Ansonsten über staubtrockene Ruinen würde ich mich auch übelst freuen, aber ich glaube nicht, dass sie die bringen, wenn es schon staubtrockene Wüste gibt. So heißt die so von GameCube. Und es gibt ja auch noch diese andere Wüstenstrecke da, die neue. Deswegen glaube ich das eigentlich nicht. Und naja, DK-Schikane wäre auch richtig geil. Insgesamt die Wii-Strecken finde ich eigentlich alle ziemlich cool, die noch nicht remaked wurden. Außer Daisys Piste, ich meine, sind wir mal ehrlich, die will niemand sehen. Also Daisys Piste können sie wegen mir echt irgendwie den Hasen geben oder so. Die wäre mir relativ egal, wenn sie die nie remaken. Oh Mann, richtig fies. Es tut mir leid. Und Rainbow Road hier von der Wii geht auch noch. Aber... Ohne Witz, es sind schon drei Rainbow Roads. Ich glaube nicht, dass da... Wobei, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie da noch eine raushauen. Ja, das könnte echt sein. Nun gut, ich werde jetzt über nichts Wichtiges mehr reden, weil sonst passt das eh nicht in den Part und ich vergackeier mich nur. Ja, tut mir leid, wie gesagt. Vielleicht passt es ja doch noch rein und ich blamier mich jetzt hier, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Bis dann und... Ah. Tschüss. 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 Okay. Jetzt habe ich schon mal die Abkündigung gemacht. Ja, jetzt kann ich noch ein bisschen weiterreden, falls es doch noch so lange gehen sollte. Es könnte sogar sein, hier 2 Minuten Rennpause. Ja, bei 4 Rennen ist knapp bemessen. Nee, ich glaube, da muss ich echt einen Cut setzen. Da schalte ich ein bisschen hin und dann steckt man dem Streik. Ja, muss man an der Stelle auch einfach mal gesagt haben. Dem unberechtigten Strike, den ich immer noch nicht verstehe. Und zudem nicht mal Leute im Tube One irgendwas sagen können, beispielsweise Domtendo, der angeschrieben wurde. Hatte keine Ahnung. Hat gemeint, yo. Weiß ich nicht, wieso die den Strike reingehauen haben. Ist mir unerklärlich. That's pretty uncool. So, Matthew holen wir noch. Und dann sind wir hier nochmal Fehler geworden. Richtig, der krasse Killer. Ja gut. Tschüss.